Und herzlich willkommen zu unserer nächsten Runde. Heute nochmal unser Schamanendeck, das wir testen werden. Mal schauen, wie es laufen wird und wer unser Gegner jetzt ist. So, das Rad dreht sich noch. Und es ist ein... Thrall gegen Anduin! Okay. Das wollen immer gern ihre Sachen waffen. Eure Zeit ist gekommen. Das heißt, hätten wir nachher gern, weil wir ja nichts wissen, aber bringt uns jetzt recht wenig. Ja, damit kann man arbeiten. So, erste Runde. Gibt nichts. Und was spielt er aus? Dann haben wir unseren Feendrachen. Das war's. Mit dem kann er nämlich nichts machen. Den können wir in unserer nächsten Runde, je nachdem wie er spielt. Ich frage mich, ob... Bringt er was? Wenn er irgendwas mit unter 3 Leben spielt, haben wir Glück. Coins. Scheint nicht so die richtigen Antworten zu haben. Und wir... ihn ein bisschen ärgern. Ein bisschen. Zack. Haben wir noch was? Nee, haben wir nichts. So. Jetzt mal schauen, ob er was Kleines spielt. Ja, er haut uns unseren Upgrade weg. Und spielt einen Staub. Hä? Ich hab doch... Hatte ich einen Staub? Nee. Gut. Nein. Wir spielen auf Runde sicher. Das Dingo! Das kann ich nämlich nicht machen. Und es geht weiter mitten ins Gesicht. Jetzt die Frage, wird er ihn irgendwie buffen? Ich frage mich, ob... Priester sind halt echt immer drauf angewiesen, oder? Ja, er haut mit 2 und ihn weg. Und hat schon wieder keine Antwort. Naja. Wir haben ja noch keine großartige Gefahr. Deswegen... Bonus-Tour. Ah, guck, den können wir nächste Runde nutzen. Kann ich mal da würfeln? Und gehen weiter. Und er hat nur noch 19. Lobnitz. Ah, und ein Moorkrabbler. Kommt mir irgendwie bekannt vor. Gut. Ja, soll man gleich weghauen, oder? Wir können ihm den
eigenen Moorkrabbler dagegen hauen. Und ihm dann zeigen, ja, wenn du jetzt was machst, dann ist der weg. Oder wie? Ich frage mich, ob. Ach, wir machen es. Hey, gib mir das! Bleibt nicht viel Zeit. Wenn er jetzt eine Wegnehmkarte hat. Oh! Ah. Und damit nimmt er uns anderen. Ich hoffe, dass euch meine Erfindung gefällt. So, dann werden wir hier mal ein bisschen. Was glotzt denn so? Schauen, dass wir das Ganze mal ein bisschen professioneller machen. Drei, eins. Fünf. Was tun? Zwei. Was? Ja, lassen wir das mal so. Na, der hat echt keine Karten. Ich hoffe, dass euch meine Erfindung gefällt. Nochmal ein Staubteufel. Haben wir auch irgendwas Vernünftiges im Deck, oder? Dankeschön. So. Dann machen wir das Ganze jetzt erstmal ein bisschen schön. Spürt die Macht der Winde. Damit gibt's schon mal 12. Wir machen hier so ein bisschen. Ja, wäre schön gewesen. Elemente, zeigt mir den Weg. Nicht zu schmettern! Nicht zu schmettern! Das war's. Noch 7. Laut Nitsch, das war wohl nix. Bin ich gespannt, was er jetzt spielt. Komm, jetzt muss irgendwas. Ich frage mich, ob. Er muss ihn irgendwie wegkriegen, aber er hat seinen großen Wegnehmer schon gespielt. Ja, ich bin sicher. Dankeschön. Ja. Ihr habt gesehen, es war ein recht einfaches Deck. Ja, nicht besonders aufwendig. Eigentlich nur zwei gute Karten drin mit dem schwarzen Krieger. Ich verlinke sie auch unten nochmal. Oder das Deck ist unten direkt in den Comments drin. Wenn ihr noch Vorschläge habt, wie wir es noch weiter verbessern können oder was ich im Spiel noch ändern kann, dann schreibt es mir bitte in die Comments. Und ich würde mich über ein Like freuen. Oder beziehungsweise abonniert mich. Bis zum nächsten Mal. Und vielen Dank.